Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einer kleinen Special Edition hier im Road to Commander. Wobei nehme ich überhaupt eine richtige Qualität auf? Ich hoffe. Ich bin gerade hier, also Anton ist gerade hinter mir und wir waren heute auf dem Darts-Turnier. Man sieht Anton da hinten unscharf, aber er ist da. Ich war auf dem Darts-Turnier vorhin mit ihm und auf ganz chilliger Basis, sage ich mal so, habe ich mir das ein oder andere apfelsafthaltige Getränk gegönnt. Also ein bisschen angetrunken, könnte man sagen, bin ich schon. Und, genau, und deswegen dachte ich mir, was gibt's Besseres, als leicht angetrunkene Runde zu snipen. Und das machen wir jetzt. Diese Episode wird etwas gesniped, wahrscheinlich wird es nicht unbedingt viel gelevelt oder so, aber scheiß drauf. Man kann sich auch mal gönnen. Snipe mal mit deiner Zweitwaffe. Ja, ja. Genau. So snipe man, oder? So hier. Ja, mit einem Double Kill mit C4. War ein Collateral, oder? Ja, genau. Jetzt spawnt ihr hier. Das ist sogar wirklich so. Warte, komm her. Ah, die sind jetzt rechts. Genau rechts sind die jetzt. Da oben, ich sehe schon. Okay, ich nehme lieber mal meine bessere Sniper. Ja, genau, das ist meine Sniper. Ja, genau. Gut, dass er nur einen Burst genommen hat. Ah, warte, den machen wir mal lieber safe. Mit meiner Sniper hole ich den. Nice. Ah, hier kommt noch einer, den können wir sogar wirklich snipen. Ja, Ehrenmann, sehr schön. Okay, ich würde sagen, Anton, ich snipe schon ganz gut, oder? Nein, hätte ich nicht repetieren müssen, hätte ich den gekriegt. Ja, stimmt, ich kann ja auf den zweiten Monitor gucken, ja. Ja, das ist sogar live, Digga. Anton sieht das Live-Commentary quasi. Lifer. Der war drauf. Lifer als Marcel Dorsch holt Marcel Scorpion. Das muss man sich auch erstmal vorstellen. Anton sieht es quasi Lifer als live. Lull. Okay, ich denke mal nicht, dass wir jetzt heute eine Meisterleistung erwarten, weil der leichte Alkoholpegel vielleicht meine Präzisionsfähigkeit etwas einschüchtert, so wie auch beim Darts vorhin, wo ich wieder absolut die Ehre kassiert habe, gegen irgendwelche No-Hands verloren, aber naja, egal. Alles klar, nicht getroffen, oder? Digga, was ist das? Was ist das, Lan? Spaß. Okay, komm, wir müssen vielleicht etwas vorsichtiger vorgehen, Leute. Es ist, natürlich habe ich mich auch stundenlang eingespielt vor diesem Commentary, damit es hier auch zu meiner Zufriedenheit läuft. Anton hat es gesehen, ich habe mich jetzt gerade 3-4 Stunden eingesniped und dann ging es auch schon los. Das ist doch ein, komm. Das ist so wie mit dem Mauszeiger zu aimen. Erstmal die richtige Sniper rausholen. Ah, da höre ich doch Schüsschen hier. Ich glaube, da ist doch jemand. Ah, vielleicht spawnt aber auch einer hier, deswegen guck. Oh. Ah, das war. Er hat so Timing seines Lebens kassiert, Digga. Ah, hier. Oh, oh. Naja, okay, das war unmöglich, Digga. Ich habe mich in Real Life mehr mit bewegt als im Game, leider. Okay, Freunde. Wenn wir Level 24 erreichen, wäre das schon eine richtig gute Session. Wir sind jetzt Level 23, Ah, ein Lucky Mann. So, okay, gucken wir mal. Ist hier einer noch drin? Nee. Ich dachte mir, wenn ich so eine Sniper-Only-Folge mache, dann kann man das ruhig mit ein bisschen Alkohol im Spiel machen, weil sonst kann man sich das ja nicht geben, hier irgendwie 2019 noch zu snipen. Aber ah, ein bisschen geht's. Ein bisschen geht's. Hauptsache, wir gehen nicht negativ, Freunde. Und wenn ja, dann ist es halt so. Wir haben ja hier die beste Sniper im Spiel. Wie er die Semtex aktiviert hat, aber nicht werfen konnte. COD ist so lächerlich manchmal. Man hört so dieses Semtex-Geräusch, aber er kann sie nicht werfen. Okay. Oh. Okay, bei mir ist gerade auswegslose Situation. Bei den hinteren muss ich unbedingt snipen. Ah, Mann. Er liegt da und er kriegt den Kill. Es juckt ihn nicht. Ich bin hier auch reingetroffen, aber ich dachte mir so, scheiß drauf. Liegt er da immer noch safe? Oh, oh, Dragonfire. Kann man die mit C4 zerstören? Ja, kann man. Sehr gut. Gut zu wissen. Da habe ich mal... Ich will nichts sagen, aber ich habe gerade eben 2000... Oh, ist das Mikrofon so laut eingestellt? Ich habe gerade eben... Okay, mein Mikrofon ist viel zu laut eingestellt, Freunde. Ich hoffe, ihr hört es jetzt nicht so krass übersteuert. Ich habe 2019... Okay, doch, Digga. Ich schwöre bei Gott, ihr werdet diese Folge so hart übersteuert. Bist du ans Mikrofon gekommen, Anton? Hast du das nachts lauter gedreht oder so? Nein, gar nichts, Digga. What the fuck? So laut, Digga. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Ich sehe das halt angezeigt, so ultra laut. Ich weiß nicht. 11:9 immerhin. Ich glaube, es ist ein bisschen lauter eingestellt. Ich mache ein bisschen leiser.
So, hallo, hallo. Ja, wir gucken mal, ob das so geht. Keine Ahnung, Leute, ob das jetzt viel zu laut war. Müssen wir. Ich gucke mir jetzt gleich mal an. Oh mein Gott, Digga, jetzt so ein siebenfach Feed machen können. Na gut, ich würde sagen, 11 zu 9 ist natürlich solider Score. Kann man sich auf jeden Fall eher weniger drüber beschweren. 1,22 AKD, easy XP. Bleiben aber drin. Oder ich weiß nicht. Ist Express so eine Sniper-Map? Ich weiß es nicht. Wir können ja die Klasse mal kopieren und auch eine Runde mit der Ballista unser Glück versuchen. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, spielt ihr eher Ballista oder DSR? Ich war ja nie so ein guter Sniper, muss ich sagen. Vor dem Video habe ich Anton gefragt, er hat mir die DSR empfohlen, aber wir machen jetzt mal noch eine Ballista-Klasse mit demselben Setup aber. Machen wir die mal in Gold auf ganz entspannt. Und ich weiß nicht, ob ich Express will. Na gut, die Leute voten jetzt auf jeden Fall Express. Ich glaube, Streaks können wir etwas niedriger ansetzen. Machen wir das mal so. Gucken wir einfach mal, Freunde. Ich glaube, es ist auch egal, wie die Lobby aussieht mittlerweile. 2019 ist es, glaube ich, nicht so wichtig. Wie weit sind wir denn jetzt entfernt von. Hä? Ich wurde gefreezed. Echt jetzt? Ja. Oh nein. Hey, aber wer in dieser Lobby soll mich gefreezed haben? Aber du warst erst im Loadscreen, ne? Also in der Lobby halt. Die Runde war ja aus. Ja, die Runde war aus, aber es macht überhaupt keinen Sinn, wer mich hier gerade Aber gefreezed. OBS hat gar kein Blackscreen, ne? Nee, es ist ja auch kein Blackscreen. Man wird ja so gefreezed. Ach so, ich seh's nicht. Ah, Naja. jetzt. Na gut, müssen wir halt Playsee neu starten. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleichzeitig zurückgesetzt wurde. Das wäre etwas unlucky. Aber das Level hast du vielleicht, oder? Nee, das Level muss eigentlich geblieben sein, Ja, ich ne? habe eh kein Level geschafft. Also dementsprechend. Ich habe, glaube ich, 1000 EP gemacht oder so. Weißt du, warum das Roto Commander bei mir 10 Jahre dauern wird? Weil ich Waffen nicht mehr leveln kann. Also, das fällt aus. Also, ich werde schon so 50 Folgen brauchen. Auf ganz entspannt. Naja, Leute, sind wir eben nochmal jetzt etwas länger hier am Start. Guck mal, das ist, also ich kann euch noch kurz erklären, was gerade passiert ist. Es gibt eine sogenannte Dex. Das kann man in die Playsee einbauen. Das ist so ein Hacker-Modul. Da kannst du zum Beispiel auch so ein gehacktes Menü in-game öffnen und so. Und mit dieser Dex kannst du halt auch Spieler einfach freezen, also die PlayStation abstürzen lassen. Und das wurde gerade mit mir gemacht, aber es ist halt, das habe ich auch in der ersten Folge, glaube ich, schon angekündigt, dass das passieren wird. Mache ich mir jetzt auch nicht weiter Gedanken. Ist halt so, was will man machen? So. Ist halt so. Weil letztendlich mich jetzt drüber aufregen bringt auch nichts. Ich hoffe, dass wir jetzt halt die Sachen noch alle haben. Ihr wisst ja, die RTC-Folgen sind ungekartet, also müssen wir das jetzt gerade mal eben aushalten. Alter, mein Handy ist fast leer, Mann. Wieso habe ich's. Hä, hast du es nicht angeschlossen? Dein Handy? Ja. Ich habe dir doch das Kabel gegeben. Ich dachte, du hast mir das angeschlossen, Digga. Nein, Bro, ich habe das reingesteckt und du solltest das andere Ach Ende so. reintun. Wo ist es denn? Ja, so, Schieß das mal ist doch an. da. Ach da, okay. Moin. Digga, ich habe absolut 9%. Ja, Mann. Sehr gut. Okay, Freunde. Ich glaube, diese Szene wird gerade kein Mensch sehen. Ich glaube, das wird jeder überspulen, was ich hier gerade erzähle. Wenn du es nicht überspulst, schreib mal Uhu in die Kommentare, weil ich gerade so eine Kleberdose da oben auf meinem Schrank gesehen habe. Ja. So, online spielen. Denkst du, die Leute finden es attraktiv? Es so, werden ein paar horny, weil sie deine Füße sehen da hinten? Ich denke schon. Ich kann sogar, Leute, jetzt machen wir mal Zaubertrick. Ich kann sogar kurz Anton scharf stellen und mich unscharf. Moment. So. So, warte, so. So. Gucken wir mal, ob es jetzt hier. Es ist richtig so professionell produziert gerade aus, Easy, wenn du die Digga. Switch bist, Digga. Ja, Digga, mit allem drum und dran. Alles vorbereitet, Digga. Ich glaube, die erste Folge war zwar so übersteuert, als ob ich den Leuten direkt ins Ohr schreie, die erste Runde. Aber Leute, Qualität wird hier nicht groß geschrieben, Freunde. Kennt ihr ja. So. Hijacked. Tor 1, Tor Triple. Nee, Spaß. Cup 40 leider noch nicht frei. Das wäre ein lustiger Gag gewesen. Ja, ist egal, was das für ein Lobby ist. Ballista. So, jetzt wird gesniped, Digga, wie zu jungen Jahren. Ich habe wirklich jetzt zwei Hitmarker gegeben. Deswegen darf man nicht Ballista spielen.
Ich weiß auch, Leute, ich habe 2013 so einen Clip hochgeladen auf Slums, wo ich 6 Hitmarker hintereinander mit der Ballista gegeben habe. Das war so lustig. Ich glaube, ich kann jetzt schon mal Klasse wechseln. Ich glaube, ich nehme lieber aufs... Alles klar, Digga. Kill nicht bekommen. Hitmarker. Hit. Oh, jetzt ist hier der Sniper King back. Der King is back, Freunde. Oh, Digga, wie der mit Shotgun hingerichtet wurde, der Dude. Okay, ich glaube, das wird jetzt ein klassischer Whoop. Digga, wir müssen hier lang. Hier haben wir. Nein. Oh, Teammate hat mich so gesaved. Oh, hier sind 3 Gegner neben mir, Leute. Können wir das irgendwie klatschen? Okay, warte, jetzt können wir den Sniper rausholen. Easy. Ja, Mann. Jetzt wird gesniped. Drohne. Ist einer außen rumgelaufen. Hitmarker. Alles klar, Teammate. Okay, so, wir können jetzt hier lang gehen. Konterdrohne haben wir auch bekommen. Mein Gott, ich bin fast gestorben. Mein Gott, das sind so viele Gegner. Ich könnte Orbi kriegen sogar. Ich muss zurück, ich muss zurück. Aber nicht zu weit zurück. Jawohl. So, jetzt noch 2 Kills für Orbi mit Sniper. Come on, Marcel. Das schaffst du. Ein Kill noch. Ein Kill. Orbi, come on. Ja, man, Orbi mit Sniper, Anton. Nice, Digga. Mein Gott, Digga, die sind alle da unten. Er kommt wieder hier, er ist so ein Ehrenmann. Hat die EP jetzt eigentlich... Nein! Oh. Er hat meine Füßchen gesehen. Was? Hat die EP gezählt? Hab ich jetzt nicht drauf geguckt. Mit Orbi snipen ist eh schwerer als ohne, finde ich. Oh, das wird so easy. Oh, es wird so lecker. Mh, lecker. Hast du eigentlich damals Nein. mit der ungepatchten DSR gespielt? Die ungepatchte DSR? Ja. Oder hast du es bewusst wahrgenommen, wie geil die war? Nee, nee, nicht wirklich. Lecker. Nein! Ja, komm, ja, komm, ja, komm, ja, komm doch. Quiak. Na, das war so veraimt, okay. Unverdient. Hätte ich nicht bekommen. Das ist gar nicht veraimt, ne? Das ist bei so einem Bug, Digga, wo man einfach in dem Moment keine Zielhilfe hat. Ja, oder so, Digga. Das klingt noch besser, das finde ich auch besser. Also nicht veraimt, Leute, sondern nur keine Zielhilfe gehabt. Sagt Anton gerade aus der Regie. Das muss man ist oft in Fortnite so. Ja, den habe ich so abgestaubt. Okay, oben ist einer drin hier. Der hat aber Geist oder wurde gerade geholt. Ja, 13-5, ist okay. Kann man sich nicht drüber beschweren. Geht auf jeden Fall, klar. So, okay. Digga, diese Tarnung habe ich nie gehabt. Das war die einzige Tarnung, die ich nie hatte. Lol. Ja, er hat das beste Aim, Digga. Er spielt Maustastatur, glaube ich. Okay. Hast du diese blaue Tarnung irgendwann mal? Diese grüne kennt man ja, aber davon gab es auch so eine blaue. Hattest du die mal, oder? Die blaue? Ja. Okay, Level 24 haben wir erreicht. Oh, ich hatte sogar gnadenlos, wie eigentlich pushen, nur. Okay. Ja, DSR ist schon lecker. So, ah, wisst ihr was? Genau, das hatte ich vorhin eigentlich umgestellt und das machen wir jetzt auch mal. So machen wir jetzt die Klasse. Aber scheiß mal auf Leichtgewicht. Hardliner rein und let's go. Digga, jetzt kommen da unten wieder irgendwelche Prestige-Master dazu. Bei solchen hier frage ich mich immer, haben die selber gehackt oder wurden die hochgehackt? Keine Ahnung. Ich finde es so lustig. Ihr wisst, Leute, vor 2 Folgen waren wir schon Level 25. Jetzt, 2 Folgen später, sind wir immer noch Level 24. Wegen, guck mal, Anton, du musst dir vorstellen, ich hatte eine Folge mit 2 Multiteam-Lobbys mit 20.000er Score insgesamt. Die wurde zurückgesetzt, genau diese Folge. Das ist halt so ärgerlich, ey. Okay, spielen wir jetzt hier gegen 4 Noobs und 2 Prestige-Master-Freunde. Lassen wir uns aber natürlich nicht lumpen. Man kennt ihn, Freunde. Auf ganz entspannt. Die Runde passt auch noch, sehe ich gerade genau in die Session rein. Und deswegen natürlich easy XP. Ich bin sogar Host. Oder Lord Temri könnte auch Host sein. Wäre natürlich ein richtiger Ehrenmann. Okay, aber Orbi hatten wir schon. Ich denke mal, mehr kann ich selber auch mit Sniper kaum leisten. Deswegen ist es völlig in Ordnung. Also das Resultat ist jetzt schon mal in Ordnung.
Level 25 werden wir eh nicht mehr erreichen. Außer das achte Weltwunder passiert. 3, 2, 1. Ich hab's sogar recht und krieg ihn nicht, Digga, mit. Ah, das wäre so lustig, hätte ich ihn jetzt so geholt. Nee, schnell durch. Schnell hingelegt, Leute, wie James Bond zu seinen besten Zeiten. Na, gucken wir mal, ob das. Ja, dem haben wir schön Rücken geschossen. Ah, ich vergesse immer, dass ich keinen Plünderer habe, ey. Das nervt so krass. Okay, den haben wir. Erster Cup 40 King, Leute. Oh mein Gott, er hat Voss im Clan-Tick, so wie dieser Artikel 13-Typ. Hat der Saver mit Absicht drin. Oh. Schöner Dragscope gewesen, wenn ihr das Wort noch kennt. Dragscope. Ganz entspannte Basis. So, wo sind die jetzt? Okay, den nehmen wir safe mit. Es gibt immer diese safen Kills, die schwieriger sind als. Ui. Die normalen. Ist der hier noch? Nee. Okay, jetzt können wir auf den Balkon gehen und gucken, ob wir noch irgendein. Oh, geil. Ehrenmann. 3, 2, 1. Nee. Okay, dann spawnen die jetzt. Nein, nein, nein. Ja, let's go, let's go. Gib mal her die Shotgun. Gib mal her, schnell. Drohne? Okay. Kommen die hierher? Ich darf nicht vergessen, dass ich keine Kugelweste habe. Ich bin ein bisschen arrogant. Digga, unten ist einer, Mann. Mein Gott. Er will mich wallbangen. Okay, alles gut, alles gut. Digga, Leute. Ja, war klar, dass er mich da irgendwann holt. Ich konnte nichts machen. Man ist hier drin so maximal lost einfach. Okay. Jetzt bin ich auch so. Ah, ich wusste es, okay. Bin ich leider down gegangen. Let's go. Okay. Comeback. Alles gut. Alles gut, Freunde. Ich spiele ja auch mit Sniper, als ob ich mit Raygun spiele. Okay. Schöner. Nein, okay. Ja, ihr seht schon, Leute. Genau dieser Prestige-Master, von dem ich gesprochen habe, ist natürlich auch der Führer im Scoreboard hier. Die 50 Punkte. Oh. Ich habe wirklich einen geholt, Leute. Er hat so Timing kassiert. Ich wollte eigentlich nur die Schockladung zerstören. Ich weiß nicht. Ich komme, wir laufen einfach mal durch den Keller. Auf Josef Ritzel-Basis. Come on. Laufen wir einfach mal hier durch. Wir können auch später nochmal Shotgun und Sniper-Folgen machen. So ist ja nicht. Nur so, dass. Okay, geht mal her hier. Okay, nice. Nur so, damit ihr jetzt halt mal eine bekommt und ich es nicht vergesse. Oh, war das. Mann, ey, dieser Latschmevit oder wie der heißt, Mann. Leschmavit. Oder Weed. Okay, das wird ein Snipe. Der Extraklasse. Das wird ein Snipe der Extraklasse, Freunde. Wahrscheinlich Drohne Konter, ich bin komplett. Ich habe wieder seine Shotgun aufgehoben. Komm. Ey, ich wusste es, Freunde. Ich wusste, der wird mich jetzt mit Shotgun holen. Das ist einfach Karma. Komplett Karma. Whoop. Okay. Leute, das sind zwei Teammates. Solche Ehrenmänner braucht das Land. Ich wollte mich gerade schon auf. Und jetzt kann ich mich aufregen, alles klar. Ich bin der Beste in meinem Team mit 13 Kills. Alles klar, Digga, muss los. Wie schlecht ist mein Team, bitte? Ja, okay. Ist das. Jetzt wird richtig gesniped hier, Freunde. Mit der M27. Wenn ich die M27 sehe, muss ich immer, Leute. Oh mein Gott, Pamage. Muss ich immer an einen Gameplay von Anton auch auf Hijack denken. Das war einfach zu legendär damals. Da hat er fast die Triple Nuklear geschafft. Ich habe das Gameplay mal als Background-Gameplay genommen, als ich einen Duel-Commentary gemacht habe mit Energized. Das war so eine geile Kombi. Ja, ich habe das ja auch Du hast es damals genau, auch benutzt. auch benutzt, genau. Ah, oh mein Gott, das war so knapp. Ich wollte ihm genau diesen Ghost-Snipe geben. Okay. Jetzt gerade weiß ich eben nicht, wo die sind. Deswegen gehen wir mal hier oben lang. Ich habe mich nie so richtig krass mit Snipen beschäftigt, leider. Also nie so war es meine.
Secret Leidenschaft. Ich würde sagen, ich treffe schon gut, wenn ich die Chance kriege, aber dieses Sniper. Der war drauf. Diese Sniper-Laufwege habe ich halt noch nicht. Das ist so ein bisschen mein Problem. Noch nicht, sage ich 2019. Als ob ich mich jetzt noch hinsetze und ein halbes Jahr übe. Aber ihr wisst, was ich meine, Leute. Na gut. 19 zu 10. Ja, aber kannst du nichts machen. War halt schwierig, ey. Dieser eine Typ hat ganz schön getryhardet. Aber 20 Minuten haben wir auch wieder voll, Leute. Ich hoffe, dass diese Episode euch auch gefallen hat. Wie gesagt, kleines Special hier, bisschen mit ein paar Apfelsäften drin, Leute. Wir gehen jetzt noch in die Shisha-Bar. Lasst ein Like und ein Abo da. Das reimt sich nicht nur, sondern ist so. Tschüss. Ciao, ciao.